Feuchtfröhliches Jubiläum. Seit 120 Jahren finden die Mühlauer Erholung und Freude in ihrem Freibad. Und dieser runde Geburtstag wurde am vergangenen Wochenende mit einem großen Familienfest gefeiert. Über 1300 Gäste wollten das bei sommerlichen Temperaturen nicht verpassen. Darunter auch der älteste aktive Bademeister Sachsens und die mit 82 Jahren treueste Besucherin. Zu den Highlights gehörte das Freundschaftsspiel zwischen den Wasserballern des TSV Netzschkau und den Mitgliedern des Freibadvereins. Viel zu lachen gab es beim Gaudisprungwettbewerb vom 3-Meter-Turm. Jeder Teilnehmer warf sich passende Kleidung über und versuchte die Jury mit waghalsigen Sprüngen zu überzeugen. Am Ende gelang das Alwin Müller am besten. Die Belohnung: ein 5-Liter-Fass Bier.